Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem Agile Care Workshop. Da der heutige 23. Januar 2023 ein Montag ist und wir haben es gerade 20 Uhr, das ist die beste Zeit, unseren Workshop durchzuführen. Ich begrüße Sie also ganz, ganz herzlich und bin der festen Überzeugung, dass es uns auch heute wieder gelingt, durch Informationsvermittlung, durch Beantwortung Ihrer Fragen, durch Wissensvermittlung, Ihre Lebensqualität zu verbessern, denn mit Agile Care geht das. Das wissen wir. Zunächst will ich erst einmal schauen in den Chat. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob ich akustisch gut zu vernehmen bin. Vielleicht kann jemand ganz kurz das bestätigen. Ich hoffe, dass das wirklich auch der Fall ist und würde mich freuen, wenn jemand im Chat schreibt, ob ich auch akustisch gut zu vernehmen bin. Ton super, schreibt mir Frau Kohlmeier. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über Rückmeldung. Vielen Dank. Wir können also beginnen. Ich beginne natürlich nicht, ohne schon jetzt meiner Frau Renate und Tochter Claudia zu danken, die mir zur Seite stehen hier. Nämlich, Sie können Ihre Fragen schon aufnehmen, die Sie im Chat schreiben, während ich meine Vorbemerkungen treffe. Das halten wir immer so. Und ich denke, der Dank ist gewiss. Und ohne die beiden würde ich das auch nicht so schaffen. Also starten wir. Wir starten natürlich wie immer, indem ich Ihnen die Folien, die ich vorbereitet habe, die Präsentationsfolien, als PDF zum Download anbiete. Das können Sie jetzt tun und über die ganze Zeit des Abends auch durchführen. Das sind also die Folien, die Sie jetzt gleich sehen, erweitert durch den Anhang, das erkläre ich dann noch, jeweils alles als PDF. Und ich weiß, dass viele von Ihnen das als Dokument zur Seite legen, immer für die Beantwortung der Frage, was wäre, wenn? So, also lassen Sie uns starten. Ja, heute geht es also auch wieder darum, für bessere Lebensqualität. Und ich sagte schon eingangs, dass wir das ja wissen, dass mit Agile Care das geht. Wir müssen nur das Richtige richtig tun. Das bedeutet bei einigen Fällen, dass man etwas mehr Geduld mitbringen musste und bei anderen vielleicht geht es schneller. Auf jeden Fall soll das anhaltend sein und ich bleibe bei meiner Aussage, es gibt keine unheilbaren Erkrankungen. Wie immer zunächst folgender wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und die erste Nachricht ist mehr oder weniger eine redaktionelle, also pro domo aus dem eigenen Hause. Nämlich, Sie wissen es, seit wenigen Tagen gibt es das neue Setup. Und zwar das Setup der Software für Agile Care. Sie können sich also von unserer Seite ulrich-mtc.de/download, ich wiederhole, ulrich-mtc.de/download, dort können Sie sich diese Version herunterladen als Exe und Sie haben dann die Version 7.0.21, die absolut aktuelle Version. Und wenn Sie zwischenzeitlich andere Versionen nicht installiert haben, dann macht das nichts. Mit Installation dieser Software haben Sie die anderen, die Sie übersprungen haben, gleich mit auch erledigt. Ja, was gibt es dort Neues? Natürlich gibt es dort, wie jedes Mal, einzelne Verbesserungen der Präzision. Das will ich hier nicht weiter erwähnen. Wir sind hier immer bemüht, die Präzision der Signale zu verbessern. Das geht mit numerischen Methoden und mit anderen Veränderungen doch hier und da gut. Wir haben ja dort schon ein sehr hohes Niveau. Ich möchte fast behaupten, wir haben vielleicht das höchste Niveau weltweit in der Präzision der Signale und sind aber dabei, die immer weiter zu verbessern, denn die Präzision hat einen großen Einfluss auf den Erfolg. Ja, und die folgenden 5 Anwendungen sind neu dazugekommen. Einmal
eine weitere Anwendung für Lyme-Borrelien. Und zwar heißt die Anwendung Lyme-Borrelien 6. Da geht es ganz klar um Borrelia afzelii. Und diese Anwendung, die neu dazugekommen ist, hat den Quellencode-Index C263. Des Weiteren gegen den Fasciola gigantica 2 Anwendungen. Einmal mit dem Quellencode-Index ROT1 und einmal mit dem Quellencode-Index ROT2. Also ROT1 und ROT2. Da geht's um diesen Leberegel, der doch vielen Beschwerden beifügt. Und wenn wir diesen Egel beseitigen, dann geht es den Menschen besser. Das wissen wir schon. Wir freuen uns, diese neuen Anwendungen mit dabei zu haben. Die nächste Anwendung, da geht es um Arsenvergiftungen. Und zwar heißt die Anwendung OEI 25. Die Arsenvergiftung spielt ja immer weiterhin eine große Rolle. Wir wissen gar nicht so richtig warum, aber es hat irgendwie mit der Verschmutzung unserer Meere und des Wassers zu tun, denke ich. Man findet im Trinkwasser leider auch Arsen. Und die Mineralien, die das Arsen sozusagen halten im Körper, Entschuldigung, nicht die Mineralien, sondern die Mikroorganismen, die im Körper das Arsen halten, die bringen wir sozusagen, eliminieren wir, und damit ist es bloß noch eine Frage der Ausschwemmung der freien Gifte, und es ist nicht mehr problematisch. Aber Arsenvergiftung spielt eine große Rolle und führt an vielen, vielen Stellen zu Erkrankungen. Und schließlich ein neuer, moderner Vorgang, um Coronavirus der neuesten Versionen zu eliminieren. Und zwar heißt die Anwendung XUL16, ich wiederhole XUL16, und heißt menschliches Coronavirus Wuhan 2020, da entstand das ja, und jetzt in der Version V5, in der Version 5 sozusagen. Und ich würde denken, diese ist uns aus einem internationalen Labor sozusagen bereitgestellt worden, diese Frequenzmuster. Ich würde aber sagen, damit hat SARL-1 nicht an Bedeutung verloren, denn SARL-1 beinhaltet ja auch noch die Beseitigung der Proteine, 25 genau. Und deshalb würde ich, wenn ich gegen Coronavirus vorgehen wollte und Empfehlung dazu gebe, würde ich sozusagen mit dem heutigen Tag und mit diesem neuen Setup die beiden Anwendungen SARL-1 und die XUL16 empfehlen. Und die Installation, ich möchte das noch wiederholen, ist Ihnen möglich über den Download von der Seite ulrich-mtc.de/download. Ich denke, alle wissen, dass man, da es sich um ein Setup handelt, vorher, also dass man das herunterlädt, dann die eigene bestehende Installation, wenn man schon eine hat auf dem Computer, deinstalliert und dann durch Doppelklick auf diese heruntergeladene Setup-Exe dann diese installiert. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen, viel Freude dabei und viel Erfolg hauptsächlich. Und dann habe ich wieder noch eine weitere organisatorische Mitteilung zu machen, die mir große Freude bereitet, Ihnen das schon zu sagen. Denn es gibt dieses Jahr wieder ein Symposium Leben ohne Krankheit. Wir haben ja im vergangenen Jahr keins gehabt, aufgrund der bekannten Ursachen. Und im Jahr davor das vierte Symposium in 2021, das war über das Internet sozusagen virtuell. Jetzt sind wir aber in der Lage, am 11. März diesen Jahres in der Burg von Storkow, dort in einer sehr angenehmen Atmosphäre, ein ganztägiges Symposium, nämlich unser fünftes Symposium, durchzuführen. Und dort sprechen wir natürlich wieder über die große Überschrift Leben ohne Krankheit, ich sagte es schon, aber speziell im Jahre 2023 lautet unser Thema Chancen und Grenzen unseres Zusammenlebens mit Mikroben. Chancen und Grenzen unseres Zusammenlebens mit Mikroben. Wir haben wirklich ausgewiesene vortragende Experten gewinnen können, und Sie können sich freuen auf die Vorträge. Und Sie können sich umso mehr freuen, dass das Ganze in einem schönen Ambiente stattfindet. Die Storkower Burg, wer sie nicht kennt, das ist eine Reise wert, alleine wegen der Burg zu kommen
Und dann ist dann bloß noch unser Symposium nebenbei, aber Spaß beiseite. Dort sind wir in einem Umfeld deutscher Kultur. Dort lernen Sie etwas zur Erdkunde und insbesondere zur Naturkunde. Wenn Sie das möchten, es ist sehr, sehr gut aufbereitet dort. Und es ist ein schönes Umfeld. In diesem Umfeld bleibt uns übrigens auch genügend Zeit zur Beantwortung Ihrer Fragen, die Sie haben an die Experten. Und das ist ja eine Besonderheit unserer Symposien, dass dort immer genügend Zeit ist, die Fragen zu beantworten. Selbstverständlich wieder, wie Sie es auch bis zum dritten Symposium kennengelernt haben, diejenigen, die schon dabei waren, für leibliches Wohl ist ausgezeichnet gesorgt. Ich empfehle Ihnen also, Eintrittskarten zu erwerben. Das können Sie über den Shop. Hier ist die URL eingeblendet, shop.schmerzen-wastun.de/downloads. Dort finden Sie das und ich empfehle Ihnen, das auch rechtzeitig zu tun, denn dann haben Sie einen Preisvorteil. Ich würde mich freuen, Sie in Storkow am 11. März begrüßen zu dürfen. Dann ist es so, dass, obwohl ich über diese Fragen schon öfter im Workshop gesprochen habe oder in Workshops gesprochen habe, ist es so, dass immer wieder Änderungswünsche an uns herangetragen werden. Und wir sind darüber sehr froh und auch dankbar, dass man sich Gedanken macht, wie wir eben etwas verbessern können. Die Änderungen sollten ja immer Verbesserungen sein. Und da ist die erste Frage häufig und wiederholt, und die möchte ich auch hier wieder beantworten. Es ist zurzeit nur möglich, 32 Favoriteneinträge zu haben in unserer Software. Und das ist, wenn mehrere Nutzer das Gerät nutzen, in einem Haushalt zum Beispiel, das ist sehr wenig. Das wird bemängelt und deshalb haben wir schon vor einiger Zeit die Lösung mitgeteilt. Ich möchte sie wiederholen. Wenn unter Windows Sie sozusagen einen weiteren Benutzer anlegen oder noch einen Benutzer, dann können Sie für jeden Benutzer die Software installieren und jeder Benutzer hat dann seine eigenen Favoriten. Also ich denke, damit ist es doch sehr, sehr gut gelöst und hat auch den Vorteil, dass man nicht die Übersicht verliert und jeder individuell seine Favoriten führen kann. Und das ist nach oben, die Anzahl der Benutzer ist nach oben nicht begrenzt. Meines Wissens bei Windows. Dann geht es darum, dass gesagt wird, wir möchten die Anwendung sichten oder wir möchten gerne mal schnuppern im Katalog der Anwendung. Das können wir aber nur, wird gesagt, wenn das Gerät angeschlossen ist. Und meine Antwort lautet, wie gesagt, die habe ich in der Vergangenheit auch schon gegeben, Sie können den Katalog im Internet nutzen und da brauchen Sie kein Gerät anzuschließen. Dort können Sie sich auch die Sprache aussuchen, wie auch vom Gerät ausgehend. Und die URL, den Katalog zu sehen, lautet ulrich-mtc.de/agilcare-pro-katalog. Dort können Sie sich das anschauen, selbstverständlich auch ohne angeschlossenes Gerät. Und das empfehle ich Ihnen. Und dort können Sie auch über die jeweilige Suchfunktion des Browsers sich entsprechende Anwendungen heraussuchen. Sie müssen also nicht durch die 3000 Anwendungen durchblättern. Das geht also auch sehr, sehr gut und ist meines Wissens mit jedem Browser sehr komfortabel gelöst. Also die Anwendungen können auch gesichtet, beziehungsweise man kann darin schnüffeln im Katalog, ohne das Agilcare-Gerät angeschlossen zu haben. Dann ist die Frage, die kommt auch immer wieder, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist es denn nicht möglich, eine Stapelverarbeitung zu erstellen? Stapelverarbeitung heißt, dass mehrere Anwendungen nacheinander durchlaufen und das hatte ich, wie gesagt, schon mehrfach angesprochen. Wir würden das auch sehr gern anbieten. Nur ist es so, das ist eine rechtliche Frage. Wir werden ja sehr beargwöhnt von Menschen, besonders aus dem Bereich der Pharmaindustrie. Und dort dürfen wir keinen Fehler machen und müssen uns ganz streng an die Vorschriften halten, die gegenüber Laien, und wir haben sehr viele Laien als Anwendung, damit meine ich, es sind nicht Ärzte oder Heilpraktiker, wir haben sehr viele Laien und dort müssen wir uns an die vorgegebenen Regeln halten. Und wenn wir das rechtlich gelöst haben, dann gibt es selbstverständlich auch einen Reiter in der Software, der dann heißt Kombination. Wir arbeiten daran, aber das ist kein technisches Problem, sondern eben
die Frage muss rechtlich gelöst werden. Dann haben Sie auch dort einen Vorteil. Und schließlich kommt häufig die Frage nach Pausefunktion, also zum Beispiel, um zur Toilette zu gehen und dort eine Pause einzurichten, um eben nicht, wenn man wiederkommt, vor die Alternative gesetzt zu sein, nach einer Pause weiterzumachen oder eben die ganze Anwendung nochmal von vorn zu beginnen. Das ist ein methodisches Problem, was wir noch nicht gelöst haben. Es ist also noch von uns zu untersuchen, in welcher Methodik wir das machen können, wie das eben reinpasst. Denn wir wollen ja nicht durch den Einbau einer Pausefunktion die Effektivität und die Leistungsfähigkeit der Methode schmälern. Also da, das ist wirklich noch ungelöst, das wissen wir noch nicht. Wie gesagt, auch kein technisches Problem, überhaupt kein technisches, sondern ein methodisches. Wir wollen ja, dass Erfolg erzielt wird und wir wollen das nicht schmälern, die Aussicht auf Erfolg. Denn viele Dinge sind zu beachten. Wir haben ja nicht umsonst mehrere komplexe, gleichzeitig wirkende Spektren, die ausgegeben werden vom Gerät und über die Elektroden sozusagen ins menschliche Gewebe kommen. Sie wissen, mit welchem Ziel. Sondern wir haben auch noch dann nacheinander bestimmte Folgen von Spektren. Und die Folge ist dort auch Bestandteil nur dafür, dass sie eben pausenlos nacheinander funktioniert, ohne dass eine Pause zwischen den einzelnen Abschnitten erfolgt. Also das müssen wir noch lösen. Da müssen wir sicherlich noch sehr viele Tests und Experimente machen, ehe wir das technisch umsetzen. Bitte also diese Antworten zur Kenntnis zu nehmen. Aber wir sind natürlich auch sehr, sehr froh, wenn wir von Ihnen Wünsche bekommen, dieses oder jenes zu ändern. Und im Sinne einer Verbesserung sind wir dazu immer bereit. Ja, diese Übersicht habe ich nun in den letzten Wochen, Monaten jedes Mal gezeigt. Möchte hier nur ganz kurz denjenigen, die vielleicht das erste Mal dabei sind, kurz sagen, welcher Ablauf hier ist. Wir haben also in den Zellen einen Sauerstoffmangel. Bei jeder Erkrankung ist das der Fall. Bei jeder Erkrankung haben wir einen Sauerstoffmangel in den Zellen. Und dort würde aufgrund der Unfähigkeit der Mitochondrien, denn Sauerstoff fehlt, sind die Mitochondrien unfähig, Energie zu liefern, also sie können kein ATP liefern, geht lebensrettend jede dieser betroffenen Zellen in den Ersatzstoffwechsel, den wir übrigens auch Krebsstoffwechsel nennen. Das ist die Rettung für das Leben der Zelle. Nur der Ersatzstoffwechsel führt dazu, dass wir dort eine Veränderung des Milieus haben. Also der pH-Wert in und um die Zellen verändert sich und das ruft Mikroorganismen auf den Plan. Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller geraten in Dysbalance und bilden dort durch ihr Wohlfühlverhalten, sie fühlen sich dort sehr, sehr wohl, eine Veränderung in dem Sinne, dass sie sich vermehren und dass sie immer aktiver werden dort und mit der Erkrankung eine Symbiose bilden. Und die geniale Idee von Dr. Reif schon vor vielen Jahren war, dass wir diese Symbiose aufbrechen, indem wir die Mikroorganismen, die zuständigen Mikroorganismen, ganz selektiv eliminieren. Das können wir mit sogenannten Signaturen. Für uns heißt das, das sind elektromagnetische Felder, elektromagnetische Energie, die wir einbringen in ganz definierten Spektren der Frequenzen. Und damit, wie Sie dann rechts in der Spalte sehen, ganz rechts, wehren wir sozusagen die Mikroorganismen ab. Wir eliminieren sie ausreichend, damit der Körper sich heilen kann, damit der Mensch sich heilen kann. Beim Eliminieren der Mikroorganismen zielgerichtet entstehen auch Gifte, wie das hier dargestellt ist, in der rechten Spalte ganz unten mit dem Wasserhahn und deshalb entgiften wir auch. Das ist der Ablauf und das ist der Hintergrund, warum eigentlich Agilcare zu besserer Lebensqualität führt. Jetzt einige Beispiele dazu, ganz aktuelle Beispiele. Und zwar werde ich häufig auch nach der Schumann-Frequenz, man sagt auch Schumann-Welle, gefragt. Und die Schumann-Welle können wir sozusagen unterstützen. Wir können sozusagen entspannende, wir sagen Erdfrequenzen dazu, ich erkläre das gleich, entspannende Frequenzen liefern, die hauptsächlich über das Hirn aktiv werden und somit dann für das Ganze, für den ganzen Körper. Und die Schumann-Welle zu unterstützen. Das ist mit der Anwendung C1412, ich wiederhole den Quellencode-Index, C1412
möglich und die Anwendung heißt Schumann-Resonanz. Und das kann man eigentlich immer empfehlen, allein oder in Kombination mit anderen Anwendungen, das ist immer hilfreich. Die Schumann-Welle, und daher kommt auch der Name, wurde ja entdeckt von Professor Schumann und Professor König in den 1950er Jahren, zu Beginn der 1950er Jahre wurde es von beiden entdeckt. Sie haben also festgestellt, dass wenn Sie einmal die Erde für sich und da herum, das wissen Sie aus der Schule, die Ionosphäre sehen, dann sind das ja zwei Kugeln. Und diese zwei Kugeln, wenn die so gelagert sind und wir, so wie das in der Natur und auch in der Gegenwart und in der Vergangenheit der Fall war und auch in der Zukunft sein wird, wir auf der im Weltall in der Ionosphäre dort auch Blitze haben, beständig Blitze stehen dort zur Verfügung. In jeder Sekunde sind es meines Wissens 50 Blitze. Dadurch erhält sich sozusagen eine Energiewelle um die Erde herum. Das ist eine stehende Welle. Und Schumann und König haben festgestellt, dass das eine ganz bestimmte Frequenz ist, beziehungsweise in einem bestimmten Bereich sich die Frequenzen bewegen. Und die stehen in enger Resonanz zu unserem Hirn. Das Gehirn des Menschen hat sich ja genetisch in der Vergangenheit entwickelt, wie auch von den Tieren, in der Umgebung dieser stehenden Wellen, in der Umgebung dieser, nennen wir sie Schumann-Welle auch. Und so haben wir in der Atmosphäre und der Ionosphäre diese Energieübertragung entsprechend dieser Frequenz. Es geht also um eine, nicht wie manche glauben, magnetische Welle, sondern es ist eine elektromagnetische Welle. Und daraus ergibt sich eine Resonanz zum Hirn, und zwar bei den Alpha-Wellen und Theta-Wellen hauptsächlich. Die Alpha-Wellen und Theta-Wellen beeinflussen unser Leben, wie die unterstützt werden. Und so können wir, und das nimmt auch die Zirbeldrüse dann auf, über die Alpha-Wellen und Theta-Wellen aus der Resonanz Vorteile schaffen für unsere Befindlichkeit, für unser Leben. Und das haben eben die beiden Professoren schon in Anfang der 1950er Jahre festgestellt und nicht etwa schon früher, wie viele glauben. Und der Zusammenhang über das limbische System, was passiert, wenn die Schumann-Welle fehlt oder was passiert, wenn sich jemand zum Beispiel im Weltall aufhält und er hat die Schumann-Welle nicht. Und es gibt auch genügend Untersuchungen, wo man dann die Schumann-Welle zuführt, was dann daraus wird und wie das eben besser ist. Das kann einmal das Thema eines besonderen Blogs von mir sein. Das werde ich auch demnächst einmal tun. Und es gibt also genügend Tests, wissenschaftliche Untersuchungen, wenn Personen in einem Bunker waren, dort, wo keine Schumann-Welle ankommt, oder wenn sie im Weltall waren und was das bedeutet. Auf jeden Fall sollten Sie bitte den Schluss ziehen, dass es sich immer lohnt, mit Agilcare die Anwendung C1412 durchzuführen, entweder in Kombination mit anderen Anwendungen oder eben auch einfach mal so. Das kann nur gut sein, denn es hat auf alle möglichen Prozesse in unserem Körper, in unserem Geist, unterstützende Wirkung. Und ich möchte auch sagen, heilende Wirkung. Das darf ich deshalb sagen, weil wir eben uns dort in wissenschaftlichen Untersuchungen dazu schon beschäftigt haben. Und ganz besonders bei uns, in unserem Weg, auf unserem Weg ist es so, dass die Schumann-Welle, dieser Einsatz C1412, dafür sorgt, Mikroorganismen zu beseitigen, die eine Störung bezüglich der Resonanz zur Schumann-Welle erzeugen. Und ich will auch gleich vorab sagen, die Aussagen, die man öfter einmal hört, die Schumann-Welle, die Schumann-Frequenz, die Erdfrequenz ist gestört durch diese oder jene Dinge, das ist wissenschaftlich noch nicht belegt. Wir sind dabei, auf dem Gebiet zu studieren. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn wir uns draußen in der freien Luft bewegen, außerhalb von Gebäuden, so sind wir ja mal groß geworden, wir sind ja eigentlich Waldmenschen, dass dort die Resonanz viel besser gegeben ist, als wenn wir in unserem Büro hocken oder in unseren Gebäuden hocken. Also das wäre schon ein Vorteil, ist jenseits von Agilcare schon ein Vorteil, die Schumann-Welle zu unterstützen, entspannende Erdfrequenzen zu unterstützen, was wir, wie gesagt, indirekt über Eliminierung der Mikroorganismen mittels der Anwendung C1412 auch tun. Eine Anwenderin meldet sich mit Nasenbluten. Und zwar ist es so, dass sie
eigentlich, sie ist jetzt schon erwachsen, fortgeschritten Alter, überhaupt Nasenbluten vorher nicht kannte. Und auf einmal trat Nasenbluten plötzlich auf und auch sehr häufig, also entweder täglich oder mindestens mehrfach in der Woche. Und das hat sie beunruhigt und ich denke auch mit Recht beunruhigt. Es gibt ja einige Beschreibungen, was dort die Ursache sein könnte. Das will ich hier mal nicht wiedergeben. Aber wir haben die Empfehlung gegeben, A40, ich wiederhole den Quellenkodex, A40. Und die Anwendung heißt Blutungen. Und zweitens, ich hatte vorher darüber gerade gesprochen, die Anwendung C1412, ich wiederhole C1412, das ist die Schumann-Resonanz. Das haben wir also empfohlen. Und nach einem Tag hat die Anwenderin ein oder mehrfach an dem ersten Tag, als wir es empfohlen haben, eingesetzt. Und nach einem Tag war alles wieder in Ordnung. Und diese Meldung, die bringe ich nicht etwa jetzt nur aktuell, sondern wir haben noch einige Zeit abgewartet, um zu sehen, dass sich das eben das Ergebnis stabilisiert hat. Und es ist der Fall. Also, wenn Ihnen sowas widerfährt, können Sie mit diesen Anwendungen A40 und C1412 Gutes tun und Ihre Lebensqualität verbessern. Eine Anwenderin mit schmerzhaftem Fuß. Dort habe ich aufgrund der Beschreibung am Telefon die Anwendung WEI20, ich wiederhole den Quellenkodex, WEI20 empfohlen, das ist Hallux Valgus. Ich denke, die meisten wissen, was das ist. Jedenfalls eine Veränderung am Fuß, die ja zu Schmerzen führt und was meistens operativ versucht wird zu beseitigen. Und das mit der Operation wollte die Anwenderin nicht, wahrscheinlich auch aus dem Grunde, wie ich mich davor zurückhalten würde, weil ich doch zu viele kenne, die das haben operieren lassen und dann keine Besserung dadurch erfahren haben durch die Operation. Also der Versuch, mit Agilcare herumzukommen. Und hat sie also die WEI20 eingesetzt, mehrere Wochen, ich weiß gar nicht wie lange. Und jedenfalls hat sie mehrere Wochen täglich die Anwendung durchgeführt, diese WEI20. Und nun ist schon einige Zeit, ich beziehe das auf den Erfolg mit Agilcare, obwohl das keine wissenschaftliche Bestätigung ist. Aber das ist uns nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Anwenderin keine Schmerzen mehr hat. Ja, das waren sozusagen meine Ausführungen heute in der Hinsicht, dass ich Ihnen einige allgemeine Bemerkungen gemacht habe, Sie geworben habe, uns zu unserem Symposium zu kommen, Ihnen mitgeteilt habe, dass es Setups gibt, aktuelle, mit den entsprechenden Inhalten erweitert wurde die Software selbstverständlich für Sie alles kostenlos und einige Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, wo eben erfolgreiche Anwendungen von Agilcare in ganz speziellen Fällen vorgenommen wurden.